Das habe ich gemacht. Ja, bei Regen ist das sehr schwer, dieses Auto zu fahren. Und, da wurde ich jemand Trucker geklaut. Ich kann nicht fahren, super. Einmal auf die Karte. Guck mal, einmal auf die Karte, guck mal nicht auf die Straße. Deswegen guck beide Augen aufs Lenkrad. Auf die Straße. Und beide Hände ans Lenkrad. So. Okay. So, Stauen. Oh mein Gott, oh mein Gott. Alter, der ist aber. Nein. Oh, wir haben kein Kennzeichen mehr, Supi. Oh, oh. Zu weit gefahren. Willkommen zurück zu einer neuen Folge LSBFA. Ich bin schon mit hier einem Kollegen unterwegs und zwar sind wir zu einem Einsatz geworden. Dem wurde scheinbar mein Fahrzeug geklaut. Der fährt dort vorne und ich kann tatsächlich schon sehen, wir fahren heute hier in dem T5 und davon ist das Fahrzeug. So, mal gucken, ob wir mal reingucken können. Zwei Personen, ich würde sagen, wir brauchen einmal eine weitere Patrouille und damit wir jetzt nicht verloren gehen in der Lufteinheit. Und da ist der Kollege schon, der Helikopter kommt da rechts. Der Kollege möchte aber schon mal nicht fahren. Okay. Ich würde sagen, gar nichts machen funktioniert ja leider nicht. Ob ich mich da mal vorpacke? Nee. Okay, versuch mich abzudrängen. Okay, gleich ist er über die Mautstellen rüber. Dann ist wir auf der Landesautobahn. Da wird es ein bisschen einfacher und haben wir keine wenige Auffahrten. Find. Gut. Und, oh, Kollege, möchtest du? Soll ich? Gut, ich sagen, ich brauche noch eine Patrouille dazu. Und die nächste Anmarkt schreiben. Scheinbar fahren heute alle Anmarkt, außer ich. Oh, dann halten Sie dort vorne bitte. Oh mein Gott. Zu wem? Wem möchtest du zufälligerweise vor, so wie du fährst? Scheinbar ja. Und der andere BMW ist einfach stehen geblieben. Okay. Und wenn der jetzt kommt, wird es jetzt wieder schwer. Er versucht einen Pint. Und sehr aggressiv und fährt sich selber die Karre kaputt. Polizei, bitte stehen bleiben. Kollege, machst du was, sonst mach ich wieder was. Ja, das Auto ist von dem halt sehr schwer. Aber Pint wieder gut. Aber fährt weiter. Au, au, ich wurde fast selber weggekriegt. Und, oh ja, da ist der Kollege schon. Arteon. Ey, 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 oh mein Gott, das war knapp. Da wäre ich fast mit angefahren worden. Oh, aber dann jetzt hier. Also, wenn, warte, da vorne ein Zweier wird. Komplett gedreht. Oh, shit! Wo fährt das da drin rum? Oh mein Gott, Schusswaffen, Schusswaffen. Schusswaffen, Schusswaffen. Nehmen Sie die Hände hoch. Die Polizei nimmt sich die Hände hoch. Eine Person wurde gerade neutralisiert. Sie gehen bitte runter auf. Was trägst du für einen Hut? Okay. Wir trägt doch nur. Ah ne, er dann auch noch. Okay, scheinbar habe ich was kaputt gemacht. Dann vielen Dank, Kollegen. Dann würde ich sagen, damit es hier ein bisschen besser geht, damit der Verkehr wieder fließt, kommen Sie mal mit hier rüber. Dann sperren wir hier die Straße. Ja, komm ich hierher, dann stelle ich mein Auto davon an. Ihr könnt alle mal frei machen, Kollegen. Die ganze rechte Spur kann hier weg. Linke, ja, auf. Dupi, dupi. Oh, Kollegen, bitte helft mal absichern. Wo ist eigentlich mein Kollege? Der Kollege ist irgendwie weg. Gar nicht. Pylonen. Dann fäll ich hier mal die Straße ab. So, habt ihr noch gar keinen Rettungswagen oben? Guter Kollegen. Welchen Rettungswagen? Aber alles gut. Ja,
Ah, okay, der Rettungswagen wird wahrscheinlich, so wie ich denke, so wie die NPCs fahren, alles dicht machen. Na genau, kommen wir mal raus hier. Was macht der Rettungsdienst? Bitte, du fährst jetzt nicht verloren. Oh, ich bin ja in der richtigen Reihe verloren. Die machen schon mal alles dicht, dann hat sich die Absperrung ja auch super gelohnt. Dann packe ich die Pylonen einfach wieder weg. Ich muss das Fahrzeug mal hier. Oh Gott, es ist zu viel zu tun für eine Person. Erstmal schaut es gescheitert. Okay, so, Stau. Oh mein Gott, oh mein Gott. Alter, der ist aber. Der hat durchgezogen. Oh, ich bin auch ein bisschen verletzt. Darf ich auch? Okay, dann nicht. Dann haben wir scheinbar einen Kollegen dazu bekommen. Dann rufen wir mal die Gerichtsmedizin. Wir fahren sie drin alle. Gut, dann würde ich sagen, mache ich, damit es schneller geht, kommen sie hier wieder zur Seite. Einmal hier wieder herkommen zu mir. Kommen sie hierher. Oh mein Gott, ja, das ist die Corona. Der Film fängt auch wieder an, irgendwas zu machen, was dann ist. Da kann ich hier. So, dann haben wir jetzt alle Verkehrsregel weg und jetzt kann das so und dann können wir ins Auto. Also, um die Person. Sag mal, haben Sie irgendwelche illegalen Gegenstände an sich? Ich bin Gesetzbürger treu, okay. Und was machen Sie denn hier? Ja, okay. Warum sind Sie vor uns verpflichtet? Warum kommen Sie denn gerade von der Arbeit und wo geht's hin? Ich will den Kumpel treffen. Okay, gut, dann werde ich Sie einmal durchsuchen. So, also, er hat ein Kokainpäckchen bei sich, Rollrasengutschein, litauisches Handwerkszertifikat, dänisches Bettenlager, Ladenduft und Laminatkeile. Okay. Dann würde ich sagen, macht der Kollege einmal bei den Alkoholtest. Ich werde das Fahrzeug hier noch durchsuchen. Da liegt jetzt auch einfach mal Motorrad. So, Fahrerseite ist ein Hustensaft im Kofferraum, Tüte voller Banknoten, eine Schrotflinte, Hustensaft und Haarwasserbad. Okay, dann wird dieses Fahrzeug hier abgeschleppt und das Motorrad kann auch mal abgeschleppt werden. Der Ecke wird auch zu viel. Und die kann auch abgeschleppt werden. So, dann sind hier alle weg, nur sie noch nicht. Würde ich sagen, nehmen wir sie mit. Kommen sie mal bitte her zu mir. Boah, das Wetter ist so laut, ich hoffe, es ist überhaupt nicht. Ich bin lauter. Es wäre sonst sehr doof, wenn das Wetter lauter wäre als ich. Weil ich kann nur diese Aufnahme nehmen, weil wie man gerade eben gesehen hat, ich nehme das gerade, oder das heutige nehme ich einen Tag vor dem Release auf und ich muss es jetzt in der Nacht noch schneiden. Gut, versuchen wir es nochmal. Ist man vielleicht einfach auf der richtigen Seite, wo eine Tür ist. Man kann auch einfach einmal nachdenken. Funktioniert, glaube ich, nicht das Auto. Okay, gut, dann funktioniert das Auto scheinbar. Was habe ich gemacht? Ah. Aua. Du bleibst stehen. Du bleibst stehen, holen wir uns. Den holen wir uns. Sie hier werden jetzt abgeholt und den holen wir uns nach vorne. So. Oh, rechts ranfahren nach vorne. Rechts ranfahren, habe ich gesagt. Ich werde gleich sauer. So, dann hole ich hier, bevor ich irgendwas passiert, hole ich eine weitere Unit dazu. Und wieder eine Anmachschaft. Okay, gut, dann gehen wir schon mal hier hin. Einen wunderschönen guten Tag. Alle Ihre Dokumente bitte. Was war das so voll besetzt? Sag mal, warum haben Sie mich gerade angefahren? Also, warum fahren Sie so abgrundtief rückfluglos? Ich muss dringend ins Krankenhaus. Cool, deswegen fahren Sie mich krankenhausreif oder was? Gut, dann würde ich sagen, kommen Sie einfach mal raus, bitte, der Fahrer.
Und dadurch, dass sie mich verletzt haben, mache ich jetzt in meiner eigenen Sicherheit. Möchte sie einfach dazu. Warum steigen die aus? Okay, gut. Dann bitte einmal umdrehen, ich möchte sie einmal durchsuchen. Kollegen, dass sie auch gar nichts macht, während die beiden aussteigen. Gut, die hat nichts Illegales. So. Sie haben mich angefahren, das heißt, sie kommen eh mit auf die Wache, also bitte umdrehen. Ich kann sie leider nicht anders auf die Wache mitnehmen, als sie festzunehmen. Funktioniert leider nicht. Deswegen. Okay, der Kollege ist hier hinterhergelaufen. Warum ist so auf einmal mein Kollege? Gut, dann würde ich sagen, muss sie einer von euch mitnehmen. Und sie dürfen hier in dem. Da, hallo, Mann. Ich stehe nicht den Weg. Sie dürfen als Fahrer weiter. Und sie dürfen. So, da haben wir gerade den Einsatz bekommen. Und zwar soll da ein Laden ausgeraubt oder ist, dann wird er gerade ein Store ausgeraubt. Da sollen wir Crew 3 anfahren. Leute und Sirene, einmal aufpassen bitte, die Polizei. Der ist da oben. Ach, der bei in der Nähe von Casino Müller Park. Da sind wir gleich, sind nur noch 700 Meter. Bitte einmal da aufpassen. Ja, bei Regen ist das sehr schwer, diese Art zu fahren. Und der ist sehr, sehr schnell. Der fährt 200. Gefühlt von alle anderen Autos mit 140. Hol ich kurz einfach mal ab. Macht die Sirene das gleich aus, zumindest, falls sie noch drin sind, nicht hören. Ach, die Kollegen sind schon da. Guten Tag, Kollegen. Muss ich ranfahren, damit das funktioniert? Wahrscheinlich, ne? Oh mein Gott. Schüsse gefallen. Kollege, komm hinterher, komm hinter die Sicherung. Ein Täter neutralisiert. Nehmen Sie die Hände hoch. Waffe weg. Den will ich festnehmen. Waffe weg. Könnt ihr mal aufhören? Ach, danke. Gut. Beide Personen neutralisiert. Waffen werden eingesammelt. Wir brauchen, so schnell es geht, einmal eine Ambulanz. Wir kriegen fahren jetzt wahrscheinlich wieder, als wenn nie was passiert wäre, ne? Super, danke für gar nichts. Von den schönen strömenden Regen jetzt hier, würde ich sagen, durchsuche ich doch einmal. Hier, warte, erstmal gucken. Bin noch gewendet weiter. Oh. Hallo? Sind Sie der Ladenbesitzer? Hallo? Geht's Ihnen gut? Da kommen Sie hier. Sind Sie von hier? Nein. Ah, okay. Da kommen die Mediziner. Geht's Ihnen gut? Ja, perfekt. Gucken Sie einmal. Sind Sie verletzt? Nein, sind Sie nicht. Okay, dann warten Sie bitte hier. Hier, die Dame liegt hier. Ich versuche hier mal erste Hilfe Maßnahmen. Oder Regensound. Jetzt hört man den bestimmt geil. Wie das Wasser von den Dächern runterläuft. Und da vorne auf mein Auto platscht. Das ist schon gut gemacht in diesem Spiel. So, dann bitte einmal aus dem Weg alle. 1, 2, 3. San Andreas ist ein freaking Death Trap. Okay. Der Mediziner hatte auch gerade ein Problem. Dann gucken wir, ob ihr den draußen wieder hinbekommt. Oh man, this is awful. Dann werde ich sie einmal, oder sie vor allem, Person kann nicht mehr mit mir sprechen und ich sage die zur Person, ja, ich suche sie einmal. Einmal werde ich die Person hier durchsuchen. Mehrere rausgeschnittene Mercedes-Sterne, ein totes Kaninchen, Terroristenmasse und abgeschnittener Fuß, weißt du was? Und eine gebrauchte Nadel. Hilfe, der hat einen Fuß bei sich. So, dann machen wir Beweisfotos. Das sind die weg. Auf meinem Handy zu spielen. Hallo. Ja, wow, jetzt zu spät. Gut, dann, Kollege, kannst du die Waffe wegpacken. Den hätten wir scheinbar verhaften sollen, aber es ist zu spät, geht nicht mehr. Dann brauchen wir hier bitte einmal die Gerichtsmedizin. Oder was macht ihr jetzt noch? Versucht ihr jetzt nochmal jemanden zu wieder zu beleben? Ach, die Frau versucht jetzt auch nochmal. Gut, dann geht es Ihnen gut. Ich würde sagen, dass Sie einmal bitte
Mit einem RTW, ein RTW hier bitte noch an. Ambulance. Ins Krankenhaus fahren. Oh, da kommt der nächste RTW auch schon. Ja, gut, die Scheibe war eh schon kaputt, alles gut. Packt ihr den ein? Ja, genau, bringt ihn bitte einmal hierher und die Gerichtsmediziner. Wollt ihr die Frau nicht auch mitnehmen? Hallo, Gerichtsmediziner? Wo habt ihr denn euer Auto geparkt? Ganz versteckt. Okay, dann haben die Gerichtsmediziner das ja auch gleich noch. Dann guck ich einmal, fehlt Geld in den Kassen oder so. Kassen sehen heil aus. Jo, heil. Oh Gott. Falscher Muskel. Entschuldigung. Falscher Muskel, Alter. Wenn man einmal RP spielt und dann gewöhnt man sich kurzzeitig daran. Gut, dann nehmt ihr sie mit und dann sind wir hier mal wieder zu Ende. An die Einsatzstelle, Einsatz beendet. Da haben wir schon den nächsten Einsatz bekommen. Wir sind gerade von der Polizeistation gekommen und da wurde schon mal ein Truck geklaut. Ich kann nicht fahren, super. Einmal auf die Karte, guck mal, einmal auf die Karte, guck mal nicht auf die Straße. Deswegen guckt beide Augen aufs Lenkrad. Auf die Straße. Und beide Hände ans Lenkrad, so. Supi. Bitte einmal aus dem Weg. Hier wurde ein LKW geklaut. Und LKWs sind sehr gefährlich. Deswegen, es ist regnerisch. Nein, 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 bitte nicht. Oh Gott. Hallo, Polizei, bitte halten Sie an. Oh. Oh Gott. Person hat einen Unfall gehabt. Kommt schon die Kollegen. Und die gleich drauf aufs Gas. Da links. Und ist ganz schön schnell. Muss ja ordentlich Gas geben. Und der Bus hält natürlich auch wieder super an. Boah, es ist sehr scharf alles. Also die Mod finde ich sehr geil, dass alles ein bisschen unschärfer wird. Wenn man schneller... Ernsthaft, Kollege? Okay. So, dann guck ich mal, ob ich den zum Anhalten bekomme. Nein! Oh, wir haben kein Kennzeichen mehr, Suki. Oh Gott. Der hat versucht, mich abzudrängen. Ja, steht wieder an einem Baum. Stehen bleiben. Ich kann. Wow, ich habe keine Ausdauer mehr. Ah, jetzt wieder. Polizei, bleiben Sie stehen. Ja, okay, super. Das jetzt wird jetzt ein richtiger. Ich glaube, der läuft links. Ja. Taser kommt zum Einsatz. So, sie nehmen jetzt sofort die Hände hoch. Hände hoch und runter auf den Boden, dann langsam. So, wenn es festgenommen vom Kollegen ist, sicher weiterhin ab. Gut. Kollegen, vielen Dank fürs Helfen, was auch immer ihr getan habt. Ah, ihr seid mitgekommen. So, an die Einsatzstelle, Person, die den LKW gestohlen hat, wurde festgenommen. Wir geben uns mit der Person zurück zum gestohlenen LKW und ein Einsatzfahrzeug. So, Kollege, bitte mitkommen. Ist so ein richtiger Trucker hier. Vielleicht wurde er gefeuert und hat den LKW mitgenommen. Man weiß es nicht. Gut, unser Auto ist auch wieder super demoliert. Egal. Also, der Herr. Dann würde ich sagen, haben sie irgendwie getrunken? Ich will nicht enden wie mein Onkel in Sauftruck. Okay. Haben sie irgendwelche Betäubungsmittel konsumiert? Ich will nicht wieder in meine Cracksucht zurück. Okay. Irgendwelche illegalen Gegenstände an sich. Pass mich nicht an, du Rollator-Raser. Geile Beleidigung. So, und was machen sie? Ich war da auf einer Kumpel. Ach, deswegen klauen sie einen LKW. Und wohin wollten sie dann eigentlich? Zu die Bejoyo-Arkaden. Da habe ich mich erschrocken. Auf einmal steht hier so ein fremder Person. So, dann einmal umdrehen. Ich werde sie einmal durchsuchen. Wie gesagt, ich hoffe, sie haben nichts Illegales an sich. Nein,
Hat er nichts. Perfekt, gut. Dann machen wir aber nochmal einen Atem-Alkoholtest, Kollege. Und ich werde in der Zeit mal den LKW durchsuchen. Danke. 0,0, er hat also nichts getrunken. So. Fahrersitz ist ein Hundegiftköder, ein Transformator, Hochspannung zur Haushaltsspannung, okay. Und auf dem Beifahrersitz jeweils nichts und im Kofferraum auch nicht. Okay, gut, dann darf der Kollege hier auch nochmal Ihnen einen Drogentest machen. Und ich werde mal schnell hier das fotografieren, wie das Auto jetzt aussieht. Bisschen demoliert. Und das Auto werde ich auch nochmal fotografieren, wenn ich darf. Danke spielen. Ja. Supi. Auch fotografiert. Ist hier noch irgendwo kaputt? Ja, der Hintern ist ein bisschen kaputt. Ja, gut, fotografiere ich auch nochmal. Ach gut, ich habe gerade schon gesehen. Nichts illegal, nichts genommen. Dann dürfen sie hier abgeholt werden. Wie lange tut das wieder gehen? Vielen Dank. Ach, da kamen alle. Ich dachte, ihr wart schon gegangen. Dann würde ich sagen, müssen wir noch Abschlepper für den LKW holen. Oh, das hätte ich fast vergessen. Abschleppdienst, großes Fahrzeug. Ich hoffe mal, der kriegt das abgeschleppt. Was fährt hier mit Dunkel vor? Kommt hier ein RTW oder was? Oder fährt hier ein RTW irgendwo? Ich weiß nicht. So, und für den letzten Einsatz des heutigen Tages dürfen wir nochmal jemanden festnehmen. Dürfen sogar mit Blaulicht fahren, das ist doch schön. Sind nur noch 1,4 Kilometer. Wir sollen einen gewissen Matthew, das Silvia, festnehmen. Ich kann ja mal schnell im Polizeicomputer nachgucken. Ne, warte. Person suchen. Matthew, das Silva. Da. Haftbefehl für Besitz von Kokain. Okay, er ist 2005 geboren. Dann ist er jetzt gerade 18. Ja. Dann hat er schon Haftbefehl für Besitz von Kokain. Das ist ja. Oh. Oh. Zu weit gefahren. Dann mach ich hier doch mal kurz Falschfahrer. Mal aufpassen. Schau ich mal wieder aus. Dann sollen wir jetzt in sein. Ach nee, er ist hier draußen. Einen Wunder. Oh mein Gott. Nimmst du ihn? Ich nehme ihn. Auf den Kollegen schießt man nicht. Lass ihn. Hände hoch, runter auf den Boden. Hände hoch und runter auf den Boden. Alter, ich dachte schon, er schießt nochmal. So, runter auf den Boden. Wo ist die Waffe hin? So. An der Leitstelle eine Person festgenommen, eine weitere flüchtig. Sie bleiben genau hier. Ja, genau, fahr noch mal rechts, wenn du mich schon siehst. Jetzt müssen wir den Kollegen helfen. Ich stecke schnell in mein Auto. Oder bin ja schon eingestiegen. Ja, supi. Extra einmal zu weit gefahren, damit wir hier reinfahren. Und auf den Boden. Dann machen sie genau das, was die Kollegen sagen. So, und an die Leitstelle weitere Person festgenommen. Der da hinten, gut, der ist noch da. Würde ich sagen, haben wir da. Okay, okay. Was auch immer das war. Gegenstände, gebrauchte Abflussrohrschelle, Speigen, Handyhülle für ein ICO, was auch immer. Soundblasterkarte, viele Klingelschilder und entwendetes Stubenfliegengehege. Okay, dann würde ich sagen, wenn Sie hier einmal mitgenommen, und der Kollege, nehmen wir noch den mit der Waffe. Er hier war ja jetzt gerade der Gute. Ach, steigt doch schneller ein. So, der Herr, Sie haben fein gewartet. Dann werde ich einmal Ihre Personalien überprüfen. Jace Williams, 2004. Also 19 Jahre, okay, haben gar nichts, jetzt leider schon. Bitte einmal aufstehen.
Ich habe mal ein paar Fragen an Sie. Haben Sie was getrunken? Guter Mensch, lässt die Finger vom Ofen. Gut. Irgendwelche Gegenstände an sich würde sie ja mal ganz vergessen. Okay. Ich werde sie einmal durchsuchen. Gut, Kupferkabelreste hat er nur und Kochsahne. Dann werden sie hier ebenfalls nochmal eingesackt von den Kollegen. Und dann würde ich sagen, was ist mit der heutigen Folge LSDFR? Er wird jetzt noch mitgenommen und wir machen unseren Dienst noch weiter. Bis zum nächsten Mal. Hier sind noch zwei Videos und ciao. Ciao.